Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Alexander Wagand und ich, wir haben uns schon öfter unterhalten über die Rechtslage in Deutschland und ein wichtiges Thema dabei ist Unterschied zwischen Mensch und Person. Du hast dich sehr intensiv damit befasst. Wir haben schon über Selbstverwaltung und über alles Mögliche gesprochen. Mhm. Wir wollen jetzt eine Sendung machen, da mal ein bisschen Wege aufzeigen, aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt keinen einfachen Weg aus dem System, also den Zahn müssen wir auch den Leuten ziehen, die denken, wir machen jetzt was und dann können wir einfach aussteigen. Jetzt bist du schon sehr vorangeprescht, sorry. Denn das ist auch gar nicht schlecht, denn viele mögen mit dieser Vorstellung sich auch dieses Video ansehen. Tatsächlich ist es so, dass es mir ganz stark darum geht, ein größeres Verständnis für die eigene Position zu erreichen. Also wo befinde ich mich hier? Nicht nur hier in Deutschland übrigens, sondern das Thema, das ich mitgebracht habe mit dem mit der Überschrift Person versus Mensch oder Mensch versus Person, ist ein globales Thema. Und das hat viele Facetten und Dimensionen. Und ich würde es auch gerne ganz vorsichtig anpacken. Ja. Denn das Wichtigste dabei ist, dass man das große Bild versteht. Denn hier ist die Gefahr besonders groß, sich in kleinen Details zu verlieren. Und diese Details sind für sich betrachtet alle auch sehr interessant. Denn sie zeigen auch wieder wie bei einem Hologramm auf das Gesamtbild. Mhm. Aber dazu musst du schon eine Idee des Bildes haben, um das erkennen zu können. Sonst verlierst du dich in diesen einzelnen Facetten. Ich möchte also gerne ganz vorsichtig an dieses Thema herangehen und überhaupt mal darüber sprechen, was ist eigentlich eine Person und wie kann man das definieren und warum gibt es überhaupt eine Unterscheidung zwischen einem Menschen und einer Person? Als Mensch erkennen wir uns ja so, ich habe dich noch nie nach einem Ausweis gefragt oder dass du dich identifizierst über irgendetwas, sondern ich sehe dich als Menschen, so ganz selbstverständlich. Und die meisten Menschen erkennen sich auch als Menschen. Nur wenn ich von der Polizei angehalten werde, dann erkennt der mich offenbar nicht so als Mensch, sondern will, dass ich mich ausweise. Lass uns noch einen Schritt zurückgehen. Ja. Ich habe die Definition, was eine Person ist, mitgebracht und damit würde ich gerne einsteigen. Ja. Man könnte natürlich auch mit dem Thema Mensch einsteigen. Ich habe mich aber ganz bewusst, und diese Freiheit hast du mir ja auch eingeräumt, dafür entschieden, dass wir mit der Person anfangen. Gut, ja. Denn das ist der Status, in dem wir uns im Grunde auch wiederfinden. Das ist die Ausgangsbasis. Ja. Und dann möchte ich gerne in dieser Sendung auch noch einen Blick auf die Metaebene mit dir werfen. Mhm. Denn gleichzeitig ist das, worüber wir hier sprechen, auch eine sehr symbolische Entdeckungsreise. Denn sie ist auch eine metaphysische Reise. Das heißt, ich als Mensch verändere ja auch meine Art, mich selber wahrzunehmen. Zunächst einmal habe ich eine Vorstellung, wer ich bin und auf einmal merke ich, nee, der bin ich gar nicht. Ich bin vielleicht als Kind ganz davon überzeugt, ich bin Heavy-Metal-Fan oder was auch immer. Und auf einmal tritt es immer weniger in den Vordergrund und auf einmal gehe ich zu keinem Konzert mehr und auf einmal bin ich das wohl nicht mehr. Also meine Wahrnehmung verändert sich und dafür gibt es natürlich unzählige Beispiele mit auch viel tieferen illusionären Qualitäten als das von mir zitierte. Das sind aber so die Persönlichkeiten. Also ich erschaffe mir quasi ja eine Persönlichkeit und im Laufe der Zeit sage ich, ja, ich bin Joe Conner, der Schriftsteller, der Taxifahrer, was auch immer. Über das, was ich mache, definiere ich mich. Genau. Wir brauchen hier keinen Staat, der das macht. Das machen wir selber. Okay. Und das ist mir enorm wichtig. Das heißt also, hier gibt es nicht das Opfer, der zur Person gemacht wird, um das so mal vorwegzunehmen. Denn diese Vorstellung besteht auch und sie ist nicht mal falsch. Denn auf bestimmten Ebenen geschieht auch das. Aber ich selber klebe mir Etiketten an. Und diese Etiketten werden geprägt durch meine Vorstellung, durch meine Eltern, durch mein Umfeld, durch Erlebnisse, durch Interpretation, durch Konditionierung. Und deswegen denke ich, wir gucken uns mal an, was ist denn eigentlich eine Person? So als Einstieg, wenn das okay ist. Gerne. Aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir uns alle eigentlich fragen, wer bin ich, wenn wir hier aufwachsen, auch wo drüber unterscheide ich mich oder wodurch zeichne ich mich aus oder wer bin ich? Also das ist ja auch eine Frage für mich selber. Ne? Es ist die Basis unserer eigenen Wahrnehmung in dieser Welt. Es ist ja eine metaphysische Suche oder eine spirituelle Suche auch. Und wenn wir über diese Themen sprechen, Joe, dann sage ich sehr häufig, es ist viel einfacher, erstmal das loszulassen, was du nicht bist. Und das ist das, was wir jetzt sehen können
im großen Bild eben auch bei diesem Thema Mensch und Person. Es gibt ganz große Bewegungen auf der Welt von Menschen, die sagen, ich will keine Person mehr sein. Ich will wieder ein Mensch sein. Und das ist genau diese Suche, dieses Loslassen von all dem, was du nicht bist. Es hat also eine große Dimension auch der Bewusstwerdung. Es ist also ein ganz großes Thema auch auf dieser Ebene. Und das ist enorm wichtig, weil nur dadurch kann der große Blick überhaupt das wahrnehmen, was für uns bei diesem Thema das Wesentliche ist. Ich habe eine Definition mitgebracht aus Wikipedia. Nicht, weil das eine Quelle ist, der man blind vertrauen kann. Sicher nicht. Im Gegenteil. Ja. Aber hier können wir schon herauslesen, was unter natürlicher Person, und danach gucke ich nunmehr, zu lesen ist. Und hier steht, eine natürliche Person ist der Mensch in seiner Rolle als Rechtssubjekt, das heißt als Träger von Rechten und Pflichten. Also eine natürliche Person ist der Mensch in seiner Rolle, hier steht es also ganz ausdrücklich, als Rechtssubjekt, das heißt als Träger von Rechten und Pflichten. In früheren Rechtsordnungen, wie zum Beispiel dem klassischen römischen Recht, gab es auch Menschen, die keine Rechtssubjekte und damit auch keine Personen in unserem Sinne waren. Und jetzt wird erklärt, wer das war. So etwa Sklaven und solche Familienangehörige, die der Herrschaftsgewalt des Familienoberhauptes unterworfen waren. Rechtlich hatten diese Menschen im Wesentlichen den Status von Sachen. Vergleichbare Wirkung hatten noch in der Neuzeit der Klostertod und der bürgerliche Tod. Wir können ganz kurz vielleicht über diese beiden Formen des Todes sprechen, ohne dass wir sie vertiefen. Aber der Klostertod kann immer noch gestorben werden oder kann immer noch gegangen werden. Und die Frau von Dutroux, dem Kindermörder aus Belgien, die hat sich für den Klostertod entschieden. Das heißt, sie gibt alle Rechte ab und unterwirft sich dem Recht der Kirche. Und dann ist sie dort auch nicht mehr vor ein anderes Gericht zu zitieren. Ja. Und das ist etwas, das sehr interessant ist. Das finden wir ein bisschen auch noch bei Sportgerichten. Also auch dort gibt es eine Gerichtsbarkeit, wenn beispielsweise jemand gedopt war, kann er vor ein Sportgericht gestellt werden und ist dann für alle anderen Gerichte tabu. Ach, auch interessant. Ja. Also wir finden noch merkwürdige, für unser eigenes Rechtsverständnis nicht verständliche Strukturen, die ein Hinweis sind darauf, dass es eben vieles gibt. Aber das mit dem Kloster ist interessant, das kennt man aus Filmen manchmal, dass irgendwie ein Polizist dann irgendwo ins Kloster geht und ich möchte die da befragen, die ist da in ihrer Zelle und so, kann sie aber auch nur befragen, mehr Möglichkeiten so hat er nicht. Das heißt, hat auch etwas mit dem Status der Kirche zu tun, der übrigens zwei Personen benutzt, um diesen Status auszudrücken. Und das ist einmal der Vatikan und dann noch der Heilige Stuhl und dann der Papst selber, die alle für sich dort, wo sie sind, eine eigene Rechtspersönlichkeit mit ganz anderen Rechten wieder bilden. Mhm. Also Personen können auch durchaus Rechte haben, die über das, was wir uns so vorstellen, hinausgehen. Hier aber noch kurz der Hinweis zum bürgerlichen Tod. Der bürgerliche Tod hat auch etwas mit Entrechtung zu tun. Wahlrecht geht beispielsweise verloren, wenn der bürgerliche Tod vonstatten geht. Und dieser bürgerliche Tod war nur in einem einzigen Staat auf der Welt, jedenfalls nach meiner Kenntnis, ausdrücklich verboten. Und das war im Bundesstaat Preußen. Im Bundesstaat Preußen war der bürgerliche Tod verboten und damit gab es auch keine Möglichkeit, einem Preußen seines Eigentums zu berauben. Aha. Oder ihn eben der bürgerlichen Rechte zu entziehen. Das ist ja sowas wie vogelfrei, ne? Oder? Ist das? Der bürgerliche Tod geht in diese Richtung. Ja. Ja. Und tatsächlich haben wir, wenn wir über dieses Thema jetzt weiter sprechen, nochmal Berührung damit. Hier steht aber noch etwas anderes, was von Bedeutung ist. Hier steht also, es gab auch Menschen, die waren keine Person und die waren sowas wie Sklaven. Also hier wird uns schon gesagt, du kannst eigentlich froh sein, dass du eine Person bist, denn sonst hättest du diese ganzen tollen Rechte nicht. Und das ist ein Hinweis, der von großer Bedeutung ist und den wir gleich noch betrachten können. Ich habe hier mitgebracht beispielsweise noch einmal den ersten Paragraph aus dem bürgerlichen Gesetzbuch.
Und dort heißt es in Paragraph 1, die Rechtsfähigkeit des Menschen, also hier wird nicht von der Person gesprochen, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Mit der Vollendung der Geburt. Also interessant natürlich auch zu sehen, dass der Mensch vorher keine Rechtsfähigkeit hat. Also das, was wir uns vorstellen, dass beispielsweise das ungeborene Leben geschützt werden muss, ist hier jedenfalls nicht herauszulesen. Wo man sich vorstellen kann, dass die Seele da schon lange drin ist in diesem Ungeborenen, aber das ist natürlich davon erstmal unberührt. Es gibt aber trotzdem auch eine Person, die auf einmal auftaucht in diesem bürgerlichen Gesetzbuch und das mit ganz dramatischen Wirkungen. Dazu vielleicht nur, bevor ich über diese konkret spreche, noch ein Hinweis. Ich habe auch extra noch ausgedruckt, ob sie irgendwo versteckt. Ich finde es einen ganz kurzen Moment. Und zwar aus dem österreichischen Gesetz. Ah ja, hier ist es. Denn in Österreich gibt es also auch eine Definition, die ein bisschen vergleichbar ist mit diesem ersten Paragraph aus dem bürgerlichen Gesetzbuch hier in Deutschland. Und dort ist es der Paragraph 16. Und dort geht es um angeborene Rechte. Und das heißt tatsächlich angeborene Rechte. Und dort heißt es, jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Also hier wird ein Zirkelschluss gemacht, der ganz eigenartig ist. Also hier wird etwas erklärt und daraus wird etwas abgeleitet, was zunächst einmal überhaupt keinen Zusammenhang erkennen lässt. Also hier taucht diese Person auf. Und tatsächlich ist das bürgerliche Gesetzbuch, das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch aus Österreich, älter als das bürgerliche Gesetzbuch in Deutschland. Es ist eines der ältesten überhaupt. Und hier sehen wir also diese Person, die taucht schon viel früher auf. Und ich habe dazu etwas mitgebracht, was ich gerne noch als Definition aufzeigen möchte. Ich tue das übrigens auch deswegen, weil um dieses Thema herum enorm viel Missverständnisse entstehen. Und viele Menschen das, was sie dort vorfinden, sofort übertragen auf ein neues Modell, ein neues Konstrukt. Und ich möchte gerne einfach erstmal so den Ist-Stand, wenn du erlaubst. Lass mal genau definieren, was ist Person. Was ist denn eigentlich eine Person? Also wir haben jetzt eine Definition hier also aus dem österreichischen Gesetzbuch. Wir haben aber noch nicht weiter was gehört, wie das hier in Deutschland vonstatten geht. Und ich würde gerne zunächst einmal einen Blick in das etymologische Wörterbuch des Deutschen werfen. Das ist ein großartiges Werk. Ich habe es mir vor vielen, vielen Jahren schon mal gekauft. Und inzwischen kann man es aber auch im Internet finden. Und die beste Ausgabe ist das Grimmsche Wörterbuch. Das ist noch umfangreicher, war früher sehr, sehr teuer und ist inzwischen eben im Internet zu finden, ist eine Empfehlung. Und da kann man nachschlagen, was Definitionen betrifft. Natürlich ist auch das, was hier in diesem Buch steht, eine Idee oder eine Beschreibung einer Idee. Hier wird aber recht gut versucht zu erklären, woraus entsteht denn eigentlich dieser Begriff. Und Etymos heißt übersetzt der wahre Sinn. Also hier wird der Versuch gemacht, im etymologischen Wörterbuch nicht nur eine Definition abzubilden, sondern auch zu erklären, wo ist das entstanden und wann ist es in die Welt gekommen. Person, dann steht hier für Mensch als Individuum, als lebendes Wesen, als Träger bestimmter Eigenschaften. Entlehnung aus dem lateinischen Persona und das heißt ursprünglich Maske des Schauspielers. Ja. Und hier merken wir schon, dass ein Schauspieler natürlich immer nur eine Rolle spielt und selbst wenn er völlig in dieser Rolle aufgeht, also sein eigenes Leben spielt, dann ist es doch immer nur ein Aspekt des Ganzen. Nie alles, es ist immer ein Ausschnitt. Also eine Maske zeigt immer einen Ausschnitt. Sie zeigt ein fröhliches Gesicht oder ein weinendes Gesicht, aber sie zeigt eine Momentaufnahme. Das ist sehr wichtig noch. Und hier können wir also lesen, dass das ein wichtiger Faktor ist. Und dann steht hier noch weiter, schließlich das Wesentliche im Menschen. Also hier wird es quasi schon auf den Kopf gestellt. Und dann steht hier, die ebenfalls im Lateinischen bei den Grammatikern ausgeprägte Bedeutung Handlungsträger wird im 5. Jahrhundert ins Deutsche aufgenommen und da entsteht
das, was wir persönlich heute nennen. Also wir merken, das Thema ist viel älter. Das ist kein Thema, in dem man uns heute irgendwelche Rechte beraubt, sondern das Thema Person taucht viel, viel früher auf. Handlungsträger heißt also, dass dass der Mensch dadurch, dass er handelt quasi, sich definiert, oder? Genau, genau, das, was du tust. Und wir sind in unserer Zeit ohnehin sehr tunsorientiert. Ja, auf wer Seminaren. Bist du? Ich bin Müllmann, ich nähre Mülltonnen. Da definiere ich mich drüber. Ja. So. Oder ich mache dies oder ich mache das. Ja. Mein Hobby ist das. Ja. Also ich definiere mich im Grunde auch durch das, was ich produziere, was ich in die Welt bringe. Und wer im Sein ist und sagt, was meinst du? Ja, ich frage nicht, die Frage ist einfach die falsche, wenn du mich fragst. Ich bin das, was ich bin. Ja. Aber man fragt Kinder schon, was willst du mal werden, anstatt dass man sagt, sie sind ja schon was. Ne? So ist es. Und denkt aber, wodurch werden sie mal ihren Beruf? Also hier sehen wir, dass dieser Punkt also durchaus schon älter ist. Ja. Und wir werden nachher auch noch nachschlagen, was hier unter Mensch steht. Mhm. Und möchte dem nur nicht vorgreifen. Hier steht übrigens, das habe ich mir extra markiert, Personal. Da steht dann Gesamtheit der Beschäftigten, Angestellten, besonders in Dienstleistungsbetrieben, Belegschaft, Bedienungsmannschaft, auch die Hausangestellten. Also hier haben wir das Handeln auch ganz klar. Also die Bedienungsmannschaft, das ist ein interessanter Begriff. Mhm. Ja. Und die Entlehnung kommt auch aus dem 18. Jahrhundert, also aus dem Jahre 1700 und irgendetwas. Und da kommt es her, Personale, zusammengehörige Personen gleicher Stellung. Gleicher Stellung. Und das gibt uns einen guten Hinweis, denn da finden wir die Strukturen der Matrix, in dem uns ja immer gesagt wird, wir sind ja alle gleich. Und damit werden wir automatisch in dem Glauben gehalten, dass wir dadurch bestimmte Rechte bekommen, aber wir schlucken die vielen Pflichten, die damit einhergehen. Ja? Und das ist alle sind gleich, aber einige sind gleicher als andere. Oh, wir können natürlich in der Realität überall sehen, dass dem nicht so ist. Ja. Und auch, wenn wir nur unsere Nachbarn betrachten, der eben ein anderer Mensch ist als wir. Wir haben etwas Verbindendes in uns, aber wir haben auch große Unterschiede, die wir in uns tragen. Ich habe ein paar Auszüge mitgebracht, auch aus den Gesetzestexten, wo es dann ganz konkret um Personen geht. Und ein wichtiger Satz oder ein wichtiger Abschnitt ist aus dem Einführungsgesetz des Bürgerlichen Gesetzbuches. Und dort heißt es im Artikel 5, wird auf das Recht des Staates verwiesen, dem eine Person angehört. Und gehört sie mehreren Staaten an, so ist das Recht desjenigen dieser Staaten anzuwenden, mit dem die Person am engsten verbunden ist. Insbesondere durch ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder durch den Verlauf ihres Lebens. Interessanterweise heißt es dann hier später noch weiter, das wäre dann ein eigenes Thema, ist die Person auch Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor. Das ist eine besondere Situation, die wir hier vorfinden. Aber jedenfalls können wir hier sehen, dass der Staat sich ganz stark hier hineinmischt, wenn es um die Rechte der Person geht. Mhm. Und das wird uns gleich noch beschäftigen. Also das ist ein erster Hinweis, der von Bedeutung ist. Und es heißt weiter im Einführungsgesetz im Artikel 7, die Rechtsfähigkeit und die Geschäftsfähigkeit einer Person unterliegen dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Dies gilt auch, soweit die Geschäftsfähigkeit durch Eheschließung erweitert wird. Also das ist auch ganz wichtig. Die Rechtsfähigkeit und die Geschäftsfähigkeit unterliegen dem Recht des Staates. Also der Staat gibt die Regeln vor, kann man an dieser Stelle ganz klar sagen. Und dafür braucht es die Person, wie wir gleich sehen werden. Der Mensch, wir haben aber gesehen, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Ja. Wenn ich jetzt hier weiter vorlese, was in Wikipedia steht, dann können wir etwas finden, was viele in den Bereich der Verschwörungstheorie einordnen würden. Aber hier können wir es ganz deutlich lesen. Beginn der Rechtsfähigkeit. Mit der Vollendung seiner Geburt wird ein Mensch rechtsfähig. Und durch die Erstellung einer Geburtsurkunde entsteht seine natürliche Person. Durch die Erstellung der Geburtsurkunde entsteht die Person. Also ja. Es ist nicht identisch. Also das ist sehr wichtig. Ja.
dass es hier offenkundig zwei gibt. Einmal der Mensch und dann noch eine Person, die durch die Erstellung der Geburtsurkunde entsteht. Ja. Und hier wird es noch viel interessanter. Das steht bei Wikipedia. Das steht bei Wikipedia, aber es wird noch viel besser. Unter gewissen Umständen wird die Rechtsfähigkeit auch fingiert. Fingiert heißt, es wird eine nicht tatsächlich bestehende Rechtsfähigkeit einfach angenommen. Hm. Wer unter fingiert mal nachlesen mag, wird sich wundern, was da alles möglich ist. So kann auch bereits ein ungeborener Mensch zum Erben werden. Das ist eine Sonderregelung dann. Mhm. Damit ist das Bestehen von Rechten, und hier steht es ganz deutlich, und auch Pflichten gesetzlich anerkannt. Das heißt also, hier kannst du schon sehen, wie diese Strukturen funktionieren. Du kommst auf die Welt und in diesem Moment entsteht etwas, das über das bestimmt werden kann, nämlich eine Person. Denn über den Menschen, wer könnte über den Menschen bestimmen? Ja. Welcher andere Mensch und mit welchem Recht? Könnte eigentlich nur der Schöpfer. So ist es. So ist es. Und wenn der Schöpfer also nicht zugegen ist, dann gibt es schwerlich irgendeine Erklärung dafür, dass ein anderer Mensch über dich irgendetwas bestimmt, sei denn, dass du seine Rechte einschränken würdest oder dass er unter dir leidet oder unter den Folgen zu leiden hat. Aber solange du niemanden schadest, hast du zunächst einmal nicht nur alle Rechte, sondern automatisch ist alles möglich für dich. Es gibt dort kein Limit. Hier muss aber ein solches gefunden werden und das geschieht eben, indem man eine künstliche Figur schafft. Allerdings ist das eben, was wir hier sehen können, die heutige Form, in der das geschieht. Das gibt es schon viel länger. Also hier meinen viele, erkennen zu können, dass diese Strukturen relativ jung sind. Sie sind perfektioniert worden. Und wenn wir einen Blick auf die USA werfen, dann können wir dort noch wesentlich mehr erkennen. Denn dort ist das, was wir sehen, eben keine Geburtsurkunde, sondern ein Birth Certificate. Yes. Und ein Certificate ist ein Inhaberschein. Mhm. Das heißt also, hier wird ein Inhaberschein ausgestellt und der wird dem Staat übergeben. Ja. Das heißt also, hier werden sozusagen die Rechte über die Person, nicht über den Mensch, abgetreten und dort wird entsprechend über ihn verwaltet. Das ist ein ganz vielschichtiges Thema und hat viele sehr komplexe Bereiche und da kann man sich sehr schnell drin verwickeln. Außerdem noch ganz wichtig der Hinweis, all das ist Quatsch. Es ist alles nur eine Idee von Wahnsinnigen. Ja. Aber wir sprechen über das, was wir in dieser Welt so als Mensch erleben und erfahren. Und ich habe hier bewusst auch als Mensch gesagt. Und deswegen nehmen wir erstmal das unter Augenschein, was wir vorfinden. Und später reden wir davon, wie wir uns daraus befreien. Genau, darum geht es ja, dass wir erkennen, was mit uns gemacht wurde, ohne dass wir es wissen. Und wenn wir es wissen, können wir es vielleicht rückabwickeln. In Amerika ist auch interessant, die Heiratsurkunde, ich glaube Marriage License, da steht sogar drin, the product of this marriage belongs to the state. Und was ist das Produkt einer Ehe? Das sind Kinder. Genau. Und die also das, werden was du schon sagst, da dem ist natürlich hochspannend und ja, nicht nur, dass es sich bei der Ehe in den USA um eine Lizenz handelt. Ja. Hier können wir die Kommerzialisierung der Welt erkennen. Ja. Ja, also da sind wir schon einen Schritt weiter. Als genau auch der Hinweis, den du eben richtig sagst, es geht um das in die Eigentumsverhältnisse. Und dazu habe ich auch noch was mitgebracht, da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Also hier können wir sehen, dass mit der Vollendung der Geburt der Mensch rechtswürdig wird und die Erstellung der Geburtsurkunde die natürliche Person erzeugt. Und wenn du später einmal einen Ausweis haben möchtest, den du ja haben musst, dann wird diese Geburtsurkunde auf einmal zu einem für dich wichtigen Dokument. Ja. Das heißt also, du wirst hineingedrängt in diese Situation. Du kannst schwerlich ohne diese Urkunde auskommen in dieser Struktur. Aber ich glaube, es gibt bei der Geburt noch etwas anderes, nämlich den Eintrag ins Geburtsregister. Der ist noch was anderes. Oder Geburtenbuch ist noch was anderes als die Urkunde. Ja, im Geburtenbuch wird die Geburt des Menschen angezeigt. Im Geburtenbuch steht der Knabe oder das Mädchen.
kannst du übrigens auch noch die andere Sprache heraushören. Mhm. Und das, worüber wir hier sprechen, sind ja alte Gesetze, die uns nur in neuer Verpackung, in kastrierter Form präsentiert werden und sich nur Gesetz nennen. In Wahrheit ist es eben nichts anderes als eine Illusion, die darüber gelegt wird. Das kann man übrigens sehr schön sehen. Ich habe hier das bürgerliche Gesetzbuch, habe hier mitgebracht. Das ist die entsprechende aktuelle Ausfertigung, wie man so sagt. Und hier steht dann, bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002, bla bla bla. Und wenn du dann oben drüber schaust, dann steht dort Ausfertigungsdatum. Lies es am besten selber vor, das steht hier oben. Ja, Ausfertigungsdatum 18.08.1896. Genau, das ist das Datum von dieses Gesetz. Und wenn ich da 2002 was dran rumschreibe, dann berührt das alles, aber nicht Wahrheit das Gesetz, was damals rausgekommen ist. Mhm. Darüber kann man sich, glaube ich, einig sein. Dieses Gesetz, was damals rausgekommen ist, kann es nicht sein. Und niemand kann daran herumschreiben, aber es sind eben die noch gültigen Gesetze, auf die man zurückgreifen muss, weil man keine eigene erstellen kann. Aber auch in diesen Gesetzen finden sich, und da muss man die Desillusionierung eben ansprechen, auch schon sehr viele ganz klare Regeln, die mit unserer Vorstellung von Freiheit nichts zu tun haben. Ich habe hier mitgebracht und mehr als sonst muss ich hier herumblättern. Moment. Ich kann es sonst auch aus dem Kopf sagen, aber ich weiß, dass ich es eingepackt habe. So viele Texte. Da habe ich es. Mhm. Es ist der Artikel 10 im Einführungsgesetz des bürgerlichen Gesetzbuches. Und dort heißt es, und darauf genau hinzuhören, der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Der Name unterliegt dem Recht? Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. Der Name. Ja. Und ein Name ist etwas, das natürlich eben nicht nur auf Menschen oder auf Beseeltes und Lebendiges angewandt werden kann. Der Name der Rose, die Rose. Der Name der Rose oder das, wofür ich eben einen Begriff habe. Wie heißt das denn? Das ist ein Stuhl. Ja, ich nenne es so. Ich benenne es. Also hier merken wir schon, dass auf einmal ein Name eine große Bedeutung hat. Und wer in seinen Ausweisen nachliest, kann dort feststellen, dass dort immer Name steht. Auch wenn in den dazugehörigen Gesetzen, im Passgesetz beispielsweise oder in den Verordnungen dazu, zu lesen ist, dass dort ausdrücklich Familienname zu stehen hätte. Ja, ja. Also der Name hat sehr viel auch mit den Rechten zu tun. Und jetzt steht hier weiter, Ehegatten können bei oder nach der Eheschließung gegenüber dem Standesamt ihren künftigen zu führenden Namen wählen. Also sie können aussuchen, welchen Namen sie haben, aber sie haben nicht das Recht an dem Namen. Mhm. Und das ist sehr, sehr interessant, wer hier ein bisschen zu lesen weiß. Und ich werde jetzt einen kleinen Hinweis geben an diejenigen, die schon auf der Suche sind nach Möglichkeiten, vielleicht Eingriff zu nehmen auf das, was hier entsprechendes getan wird. Hier kann nämlich der Inhaber der Sorge gegenüber dem Standesamt bestimmen, dass ein Kind den Namen nach unterschiedlich, beziehungsweise den Familiennamen, heißt es hier, nach unterschiedlichen Kriterien erhalten soll. Mhm. Und zwar erstens nach dem Recht eines Staates, dem ein Elternteil angehört, oder nach deutschem Recht, wenn ein Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, oder nach dem Recht des Staates, dem ein den Namen erteilender angehört. Also das ist ein sehr interessanter Hinweis, denn hier gibt es noch zusätzlich die Möglichkeit, nach der Beurkundung der Geburt abgegebene Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt werden. Also man kann auch nach der Geburt noch Erklärung abgeben, welchen Recht es man denn nun haben möchte. Und hier muss natürlich verstanden werden, dass ich dann akzeptiere, Person zu sein mit einem bestimmten Recht. Ja. Es ist also nicht die Tür in die Freiheit, sondern nur in die Tür in vielleicht eine andere Rechtsebene. Hier können wir also sehen, dass Personen bestimmte Rechte haben, so sagt man uns. Aber sie haben eben auch eine ganze Reihe von Pflichten. Und das ist die große, dicke, fette Kröte, die du mitschluckst. Und wer sich umschaut, der findet zwar Rechte hier als Person,
aber er bekindet auch eine ganze Reihe von Pflichten. Und wenn wir uns zunächst einmal die Rechte betrachten wollen, dann können wir sehr schnell feststellen, dass diese Rechte in Wahrheit nichts anderes sind als Definitionen, die unsere ohnehin vorhandenen Rechte einschränken. Okay. Also wir haben beispielsweise das Recht auf Meinungsfreiheit. Ja. Aber wir wissen, was dieses Recht wert ist. Das können wir, und das möchte ich jetzt einfach mal ganz harmlos an einem Beispiel aufgreifen, im Moment an der Situation Russland-Ukraine-Krise, politische Korrektheit sehen. Ja. Ja, da können wir sehen, dass Meinungsfreiheit so lange in Ordnung ist, solange sie die Meinung derer wiedergibt, richtig, die über diese Meinungsfreiheit bestimmen. Ja. Und wir können sehr schnell sehen, dass das sehr relativ ist. Aber tatsächlich hast du natürlich deine Freiheit, deine Meinung zu sagen. Das muss dir niemand geben. Ja. Aber mit dem Unterwerfen in ein bestimmtes Konstrukt wird diese sehr eingeschränkt. Wird eine Definition mit angenommen an ganz vielen Stellen, die ganze Bücherreihen füllt. Du bist eine Person, diese Person wird durch die Ausstellung der Geburtsurkunde jetzt mit bestimmten Rechten, nämlich den Rechten des Staates, dem du angehörst, ja, ja. Verbunden. Und wenn du in England geboren wirst, dann steht eben auch in deinen Dokumenten, dass du Eigentum der Königin bist. Ach. Ja. Und das steht dort tatsächlich genauso, Subject of Her Majesty, the Queen. Und du bist das Eigentum. Obwohl das natürlich als Mensch in unserem Verständnis all unseren Vorstellungen zuwiderläuft. Und wenn ich noch einmal ganz kurz zurückkomme auf die Definition in Österreich, dann gibt es hier schon einen Hinweis in diese Richtung. Und zwar steht hier weiter, wir haben also gehört, jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Sklaverei oder Leibeigenschaft und die Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet. Also hier hören wir natürlich schon sehr deutlich, dass das also eine Einschränkung ist und dass es das sehr wohl gibt, aber in den Ländern, in denen eben dieses bürgerliche Gesetzbuch gelten soll, da wird das wohl nicht gestattet. Aber es ist eben auch eine Definition, was denn nun Sklaverei ist. Ja. Ich habe letztens gelesen, man ist immer dann ein Sklave, wenn man nicht 2/3 der Zeit frei für sich zur Verfügung hat. Mhm. Und nach dieser Definition gibt es wenig freie Menschen. Ja. Und wer sich umschaut, kann eben auch jetzt feststellen, dass auf einmal überall seine Freiheit über das Maß der Regularien, die man ihnen aufgedrückt hat, noch weiter beschränkt wird. Ja. Da bekommst du auf einmal möglicherweise einen gelben Brief vom ZDF. Und dieser gelbe Brief braucht nicht mal mehr einen Richter, der erlaubt, dass gegen dich vorgegangen wird, sondern alleine aus der eigenständigen Erklärung der eigenen Macht heraus wird all deine Rechte werden entsprechend gebrochen. Das ist ja ein eigenes Thema, GEZ, ne? Das ist ein angeblich aus einem Staatsvertrag, aber wir haben den Vertrag gar nicht unterschrieben. Das heißt eigentlich, wer kann da von uns etwas fordern, wenn wir den... Und darauf wollte ich jetzt hinaus. Wir haben also eine große Einschränkung mit unseren Rechten als Person. Ja. Diese ganzen Einschränkungen kannst du in dem bürgerlichen Gesetzbuch herauslesen. Das ist das, was einfach auch uns klar werden muss. Und auch wenn wir länger zurückgucken, gibt es immer Regularien zu finden, jedenfalls sehr, sehr lange zurück, die Einschränkungen bedeuten. Und das findest du auch in sogenannten primitiven Kulturen, in denen es vielleicht Jäger gibt und Sammler gibt und dann den Medizinmann und andere, wo du als Jäger bestimmten Regularien unterliegst. Ja. Wo du sozusagen auch bestimmten Verpflichtungen unterliegst. Ja. Eben als Person, würden wir heute modern sagen. Wenn du Jäger sein willst, dann musst du auch dies oder jenes tun. Willst du Krieger sein, dann musst du kämpfen für uns. Es sind Regularien, die immer eine Unfreiheit bedeuten. Und das ist etwas ganz Wichtiges, dass uns das klar wird. Also wir finden jetzt nicht vor, durch neuere Regularien versklavt worden zu sein, die jüngeren Ursprungs sind, sondern wir finden ganz alte Regeln, wenn wir schauen. Das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Aber wir werden immer mehr Rechte beraubt. Und das, was wir im bürgerlichen Gesetzbuch noch vorfinden,
mit all diesen Einschränkungen, und diese Einschränkungen sind alt, wie wir eben schon gehört haben, du hast es vorgelesen, aus welcher Zeit dieses Buch stammt, all diese Regularien haben doch noch viele tatsächliche Rechte im Gepäck. Aber die werden jetzt auch noch abgebaut. Das heißt also, die Person, in der wir uns selber vorfinden, wird zusätzlich kastriert. Es gibt also nicht einen Person- und Rechtsstand, sondern es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Rechtsstadien, in denen du dich befinden kannst und in denen du als Person auch spielen kannst und von denen man wissen kann oder nicht wissen kann. Und darauf möchte ich gerne hinweisen. Also das, was wir bis eben gesprochen haben, sind diese Einschränkungen, die uns alle schockieren, wenn wir sie begreifen. Der Recht an deinem Namen gehört dem Staat. Mhm. Auch deine Rechtsfähigkeit, über die kann der Staat bestimmen, wenn du so möchtest, indem er über deinen Namen bestimmt. Und das sind alte Gesetze. Und auf einmal merken wir, dass selbst diese Gesetze nicht mehr eingehalten werden, weil wir immer mehr in eine Verdinglichung der Welt, in eine Privatisierung der Welt hineingeraten. Das heißt also, selbst diese fragmentarischen Rechte der Person gehen verloren und die Person verliert immer mehr an ihren Rechten, wird immer mehr zur Sache. Zeichnet sich das zum Beispiel, drückt sich das aus, wenn ich im Ausweis meinen Namen in Großbuchstaben zum Beispiel stehen habe? Ist das wichtig oder ist das eigentlich unbedeutend? Ja. Es gibt da Leute, die sagen, ja, dann ist das, das bin ich nicht, weil das ist ja ein Großbuchstaben. Altes römisches Recht wird hier zitiert, wonach eben die Sklaven in Großbuchstaben geschrieben worden sein sollen. Ich sage, für mich ist das ein Hinweis, für mich ist das ein Symbol. Mhm. Ob diese Ableitung so einfach gemacht werden kann, das ist sehr schwer zu sagen. Wir finden immer noch sehr viel aus dem römischen Recht. Übrigens auch hier in diesem Wikipedia-Artikel scheint das römische Recht raus, wenn beispielsweise das ungeborene Kind erben kann. Auch das basiert auf römischem Recht. Mhm. Auch das kanonische Recht der Kirche hat eine große Bedeutung und gewinnt sie an vielen Stellen gerade. Es hat also eine Bedeutung und es ist auch ein Ausdruck der Verhöhnung. Es ist weniger ein Ausdruck eines klaren Rechtssystems, in dem man sagen könnte, okay, würde ich erreichen, würde man meinen Namen in Kleinbuchstaben schreiben, würde ich sofort all meine Rechte bekommen. Das ist die nächste Illusion, ja, in die man so sehr hineinfällt und die uns, das ist mir sehr wichtig, einfach bewusst sein muss, dass wir, auch wenn wir in der Theorie und nach Gültigkeit Rechte hätten, sie nach geltendem Recht nicht durchsetzen können. Also hier müssen wir sehr genau hinhören und unterscheiden zwischen tatsächlichem gültigem Recht und geltendem Recht. Geltendes Recht ist das, was im Moment eben gilt, auch wenn es nicht gültig ist. Ja, die entscheidende Frage ist ja, wie kommen wir aus der Nummer raus? Können wir aus der Nummer rauskommen? Aber wahrscheinlich ist es eben kein einfacher Weg, aber es gibt vielleicht ein paar Hinweise. Lass mich bitte ganz kurz, Joe, ich habe das auch auf meinem Zettel aufgeschrieben. Das kommt noch später. Okay. Aber ich würde gerne noch einen Hinweis geben zu dieser Verdinglichung. Ja, okay. Denn Personen gab es schon lange. Die wurden vielleicht nicht Personen genannt, aber wir haben gehört, selbst im 15. Jahrhundert, also 1400 herum, gab es diesen Begriff sogar schon der Person. Mhm. Und er hat dir auch mit bestimmten Rechten Möglichkeiten gegeben. Du warst vielleicht Handwerker in einer bestimmten Gilde und hattest Rechte, hohe Rechte übrigens im Mittelalter. Und diese Rechte waren eben auch gleichzeitig immer Verpflichtungen. Das heißt, aus dem vollumfänglichen Menschen unserer Vorstellung, über den wir noch zu sprechen haben, entsteht in unserem Bild auf einmal eine Person mit bestimmten Rechten, der kann abstimmen über das, was in der Stadt geschieht, der wählt mit dem Bürgermeister. Da entsteht die Person, nicht erst jetzt. Mhm. Ganz wichtig. Mhm. Aber mit Rechten. Und jetzt erleben wir auf einmal, dass wir immer weniger Rechte haben. Und hier finden wir einen guten Hinweis über das sogenannte Seerecht. Ja. Oder das Admiral's Law. Ja. Und das finden wir in der modernen Version heute unter der Überschrift Handelsrecht. UCC ist da so ein Begriff, der immer mehr auftaucht und der aus meinem Verständnis heraus im Schatten der Handelsfreiabkommen, die geschlossen werden sollen, mit internationalisiert werden soll. Inwieweit dieses Gesetz tatsächlich schon Gültigkeit hat,
ist sehr schwer zu sagen. Mhm. Also das ist auch etwas, was von hoher Bedeutung ist über das, was wir hier sprechen. Es gibt so viele Hinweise auf unterschiedlichen Rechtsebenen, die man, wenn man in dieses Thema einsteigt, dann auch sehr leicht vermischt. Man sieht es oftmals bei den amerikanischen Gerichten zum Beispiel, dass die Fahne, die sie haben, die übrigens ist es die Kriegsfahne der USA, das muss man auch mal sagen, also ja, das ist, so ist ein anderes das. Thema, diese Goldkante an der Flagge, die weist eigentlich darauf hin, dass man sich da unter Seerecht, unter Admiralty Law befindet. Genau, da würde ich sogar gerne ergänzend noch darauf hinweisen, man kann also, eine Flagge ist eine Urkunde. Sie ist nichts anderes als eine Urkunde und unterliegt genauen Vorschriften, wie eine Flagge auszusehen hat. Und entsprechend kann man die nicht einfach hübscher machen und eine goldene Lütz darum machen. Mhm. Das geht nicht. Und genau wie du sagst, gibt es also eine ganz klare Definition auch. Und diese Goldlütze steht eben für das Seerecht, was in Anwendung kommt und wird vor der Corporation USA verwendet, ja. Ja. Die eben eine Parallelstruktur aufzeigt. Und hier merken wir schon, wir kommen so schnell in andere Themenbereiche. Aber es ist gut, dass du es sagst, denn hier können wir etwas heraushören. Und das Seerecht ist eben etwas, das an dieser Stelle verstanden werden muss. Und es hat eine große Symbolik, die so schön sichtbar wird, dass man, wenn man sie erkennt, auch erkennt, wie viel Absicht an all dem steckt, dass es kein Zufall ist, dass das jetzt in Gang kommt. Wir können also das Seerecht beispielsweise gut verstehen, wenn wir uns den Kapitän auf einem Schiff vorstellen, der eben das Recht hat, auf diesem Schiff auch Recht zu sprechen. Mhm. Er kann eben auch Trauungen vornehmen, heiraten vornehmen. Warum? Ja. Weil er dieses Recht hat und er auf diesem Schiff derjenige ist, der die höchste Instanz darstellt. Es gibt auch noch ein Thema mit dem Seerecht, das ist Lost at Sea, dass man nämlich, wenn Schiffe mal lass verloren mich, gehen, lass oder mich, ist das lass mich erst okay. noch zu diesem ja. Punkt kommen. Also das ist das, was im Grunde auch in der Gerichtsbarkeit wiederzufinden ist. Auch dort tritt der Richter in diese Funktion ein. Mhm. Auch dort findest du Strukturen, die quasi die Brücke des Schiffes wiedergeben, in der eben jemand, der sich vor Gericht wiederfindet, sich eben dieser Gerichtsbarkeit auch unterwirft. Ja. Und wir haben in unserer Zeit unterschiedliche Phasen, die wir da beobachten können. Einmal die staatliche Gerichtsbarkeit als obere Instanz mit bestimmten Rechten, verbrieften Rechten des Staatsangehörigen. Und wir haben die freiwillige Gerichtsbarkeit, die auf allgemeinen Geschäftsbedingungen basiert. Das ist das, in dem wir uns immer mehr wiederfinden. Und wir sehen jetzt auch im besagten Freihandelsabkommen, das erste Mal ist es jetzt passiert, vor kurzem, dass Philip Morris jetzt einen afrikanischen Staat, ich meine Uganda, verklagen kann, weil ihm Gewinne entgangen sind. Das heißt, hier werden die Staaten zurechtgestutzt auf die Rechte von Firmen und die Firmen bekommen uneingeschränkt alle Rechte, sie brauchen, um diejenigen, die in den niedrigsten Stand der Person hineingedrängt werden, zu kontrollieren. Es geht also um das Abbauen all der Rechte der Person. Es geht also gar nicht so sehr jetzt erstmal darum, kann ich diese Personenstruktur verlassen, sondern du verlierst gerade Rechte als Person. Und zwar unglaublich. Ja. Ganz freiwillig, wie man uns immer sagt. Das ist übrigens sehr wichtig aus energetischer Sicht für das System, dass alles freiwillig geschieht. Ja. Denn als Mensch musst du freiwillig in diese Struktur hineingehen. Und das geschieht stellvertretend nach deiner Geburt durch deine Mutter. Deine Mutter bringt dich auf die Welt. Und jetzt kommt was wunderbar Absurdes, aber so wird es erklärt. So wie ein Schiff zu Wasser gelassen wird, hier der Hinweis auf das Seerecht, und wie ein Schiff seine Ladung dem Hafenmeister gegenüber deklarieren muss, so gibt die Geburtsurkunde Auskunft über das auf den Weg gebrachte Schiff. Und hier wird quasi die Absurdität aufgebaut, mit der man meint, auf einmal über dich bestimmen zu können und dich unter dieses Seerecht unterwirft. Ja.
Sehr interessant. Kann man das irgendwie rückabwickeln? Das wir müssen eigentlich die Definition große. Von Mensch nochmal, oder? Ist ja, das da kommen wir gleich hin. Okay. Also das Seerecht spielt eine große Rolle, das Privatrecht. Und von daher, wenn wir über Personen sprechen, müssen wir auch gucken, welchen Personenstand sprechen wir. Ja. Und ich habe mir als letztes Thema aufgeschrieben, was kann man tun, um rauszukommen? Ja. Da würde ich dann gerne das aufgreifen. Lass mich kurz gucken. Üblicherweise mache ich mir keine Notizen, aber hier gibt es so viel zu sagen. Klar. Und ich habe mir ja aufgeschrieben, ganz wichtig ist eben der Name als Machtinstrument. Ja. Also wer über den Namen bestimmt, der bestimmt alles. Und hier möchte ich nochmal einen Hinweis geben, bevor wir zum Mensch kommen, weil das ist ein direkter Hinweis darauf. Die Sprache ist das Instrument, mit dem wir kastriert werden. Mhm. Das heißt, auf einmal wird aus dem Staatsangehörige der Staatszugehörige. Mhm. Auf einmal wird da der Bürger für den Staat. Und so verlierst du immer mehr Rechte. Und am Anfang hast du den Eindruck, ach, das ist ja alles dasselbe. Ob ich einen Personalausweis habe oder ob der Familienname steht oder ob der Vorname steht. Ja. Und das ist alles sehr bedeutsam. Ja. Denn es zeigt, wie wenig wir selber bewusst wahrnehmen von dem, was andere als Definition benutzen. Ja. Und wir müssen anfangen, das in Frage zu stellen und zu sagen, Moment mal, warum werde ich automatisch zu einer Person? Warum ist es möglich, dass meine Mutter ohne meine Zustimmung mich in ein Korsett hineinbringt, das über mich verfügt, das jeden Tag neue Regeln aufstellen kann, weil sie einfach nur diese Person im Blick hat? Und das natürlich auch nutzt an ganz vielen Stellen. Abschließend vielleicht nur noch, in den USA ist es tatsächlich sogar so, dass jeder, dort heißt es eben nicht Geburtsurkunde, sondern Geburtsinhaberschein, das ist wie eine Aktie. Certificate, ja. Dort heißt es eben auch Stock Certificate, wer das Certificate hat, das ist der Inhaber, ja. Das ist ein Inhaberschein. Und dort gibt es eben eine Nummer und das ist eine Wertpapierkennnummer in den USA. Das heißt, du kannst über diese Wertpapierkennnummer sogar nachschauen, wie stark du beliehen worden bist vom System. Denn auch das geschieht. Über diesen Weg finanziert sich das System. Es wird gehandelt auf deine Person. Und so ist es. Auch die deutschen Geburtsurkunden sollen gehandelt werden. Das passiert aber über einen Umweg. Es ist sehr schwer, das wirklich herauszufinden. Es gibt viele Vermutungen, man könnte darüber viel sprechen, es ist sehr schwer. Aber wir merken einfach, es geschieht völlig bar jeglicher Kontrolle. Und es basiert, und da muss es immer eine Erklärung geben, das ist immer die Freiwilligkeit, durch die Freiwilligkeit mit einem Schritt in diese Person. Und daraus kann sehr schnell die Idee entstehen, dann werde ich wieder Mensch. Wenn ich Mensch bin, nicht mehr Person, ich gehe diesen Schritt einfach zurück, dann bin ich frei. Ich möchte mal vorlesen, was hier beim Mensch steht und dann gucken wir mal. Da steht, und das ist eben eine etymologische Ableitung und wir werden gleich feststellen, dass die weit zurückgeht. Mensch, höchst entwickeltes gesellschaftliches Lebewesen mit der Fähigkeit zu arbeiten und zu denken. Und dann steht hier weiter in der Ableitung Mensch, Mädchen, Buderin, Mark, Knecht, das menschliche Geschlecht, Minster, Mens sind aus einer Substantivierung des Mensisk, ja, männisch, menschlich, mannhaft, angelsächsisch Menixk entstanden. Und das ist das, was man sehen kann. Und hier steht dann weiter, dass im mittelhochdeutschen Auftreten Neutrum steht bis ins 17. Jahrhundert ohne abschätzigen Sinn neben dem Maskulinum, also hier dann eben Mann in dem Fall und Frau. Und dann steht es weiter, wird häufig für eine weibliche Person und wird seit dem 18. Jahrhundert durchgehend abwertend gebraucht. Also hier geht es jetzt um den Begriff Magd. Entschuldigung, das habe ich überlesen. Hier jedenfalls wird sehr früh auch davon gesprochen, ich suche es gerade, dass eben Menschsein eben auch etwas ist, was im Jahre 1000 als Begrifflichkeit ungefähr auftaucht. Ja, also die Begriffheit der Menschheit ist also ein Begriff, der lange zurückliegt. Jetzt klingt es zunächst einmal so, als wäre ich da noch frei von allen Etiketten und Korsetts. Leider wird aber auch der Begriff des Menschen inzwischen gekidnappt und dann gibt es die sogenannten Menschenrechte. Mhm. Und wir haben bereits erkannt, wenn es Rechte gibt, dann gibt es auch Pflichten.
Und diese Menschenrechte unterliegen auch einer Definition. Und diese Definition scheint zunächst einmal relativ gut auszusehen, aber sie verlangt von dir, dass du eben diese Definition übernimmst. Und diese Definition ist natürlich auch nur ein Korsett und ist damit eine neue Person, die heißt dann Mensch. Aber es ist auch so, dass Polizisten zum Beispiel schon mal gesagt haben, Menschenrechte interessieren mich nicht. Also es ist tatsächlich... Dazu kommen wir auch noch. Ja. Also Mensch, ich möchte nochmal, weil das so ein ganz wichtiger Aspekt ist, der Mensch kann also durchaus auch nur eine andere Form der Person sein. Mhm. Ja, indem ich einfach sage, ich habe Menschenrechte und stehe jetzt vor Ihnen, dann habe ich trotzdem immer noch eine bestimmte Struktur und die werde ich auf diesem Wege nicht los. Ja. So, das ist das, was ganz wichtig erkannt werden muss. Und du hast eben von den Menschenrechten gesprochen, die werden sehr hoch gehalten, so scheint es. Ja. Und wenn wir gucken, dass es Menschenrechte gibt, dann muss es natürlich auch eine Regelung geben, was denn passiert, wenn diese Menschenrechte gebrochen werden. Ja, sonst ist es sinnlos. Also ich sage, es gibt ein Recht, das du hast, aber du kannst dieses Recht nicht geltend machen, weil es kein Gesetz dafür gibt, dann ist das schwierig. Und wenn es Menschenrechte gibt, dann müsste es eben auch im Strafgesetzbuch Regularien geben, was geschieht, wenn die gebrochen werden. Du findest aber im gesamten Strafgesetzbuch nicht ein einziges Gesetz, was irgendein Regularium oder irgendeine Regel vorsieht, was geschieht, wenn Menschenrechte gebrochen werden. Okay. Sehr interessant. Und von daher. Und ernüchternd. Auch. Und ernüchternd. Ja. Und von daher ist das, was man uns mit der Verpackung Mensch serviert, an ganz vielen Stellen eben auch wieder eine Mogelpackung. Es gibt aber Bewegungen, die das erkannt haben. Und die versuchen, sich aus dieser Struktur herauszubewegen, in die man sie als Person hineingebracht hat, indem sie sagen, ich werde wieder Mensch. Ja. Es gibt eine Bewegung sehr stark im englischsprachigen Bereich, das ist die sogenannte Freie Mann des Landes Bewegung, Free Man of the Land Bewegung. Ja. Ja. Die geht zurück auf die Magna Carta, dazu gleich mehr. Aber es gibt auch ganz tolle Bewegungen hier im deutschsprachigen Raum. Und wer ein bisschen sich zu dem Thema kundig machen kann, dem möchte ich auf Joe Kreisel hinweisen. Freeman. Freeman Austria ist ein toller Suchbegriff, könnt ihr eingeben bei YouTube. Und er macht es wirklich ganz, ganz toll, indem er sich mit dieser Bewegung auseinandergesetzt hat und gesagt hat, ich gucke einfach und probiere was, ich mache was. Und der auch sehr schön auf die Bedeutung der Begriffe achtet und viele wertvolle Impulse in seinen Vorträgen in sich trägt und von daher also eine echte Empfehlung, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Hier wird also ein Versuch gestartet, in dem man sagt, Moment, meine Mutter mag das zwar so gemacht haben oder in Österreich, hier mag zwar ein solches System bestehen, aber wisst ihr was, so machen es die Österreicher, ich verzichte einfach auf meine Rechte als Person, gebe ich euch alles zurück und ich bin keine Person mehr, ich bin nur noch Mensch. Das ist der Ansatz, den viele Menschen im Moment versuchen zu gehen. Und hier, Joe, ein ganz kurzer Einschub. Das ist genau unsere Suche, die hier auf der äußerlichen Ebene erkennbar wird, auf der wir uns befinden. So, wir merken, wir wollen nicht mehr mitmachen. Ich spreche jetzt von der spirituellen Ebene. Ja. Wir merken, wir erleben, dass wir in einem schrecklichen System versklavt werden. Wir erleben schreiende Ungerechtigkeit. Wir merken, dass wir zwei Drittel unseres Lebens für andere in Bewegung kommen. Und dass es sehr schwer ist, das zu finden, was Bestand hat und das Wesentliche. Auf unterschiedlichsten Ebenen, das könnten wir lange, lange, lange ausbauen. Und wir merken, dass diese vielen Personen und Strukturen, die meine Eltern mir aufgedrängt haben, indem sie gesagt haben, du machst bestimmt Abitur und du übernimmst vom Vater die Praxis und du wirst auch mal Musiker oder du wirst auch mal unseren Beamter, Laden übernehmen oder Beamter oder was auch immer oder du musst im Sport gut sein. Dass all diese Strukturen einen hohen Wegzoll und einen hohen energetischen Preis von uns verlangen und wir wollen die gern loswerden. Das ist ein Aspekt und das siehst du in dieser Bewegung. Hier möchte ich will einfach nur Mensch sein. Lass mich alle in Ruhe. Wir können mir alle den Buckel runterrutschen. Das ist das, was ich hier ausdrückt. Ich will Mensch sein und nicht mehr Person. Ich will nicht mehr ein Etikett von euch kriegen. Ich will nicht mehr eine Schublade. Und das ist eine
unglaublich sympathische Idee und ein sympathischer Ansatz. Und das ist das, worauf ich hinweisen möchte. Ich möchte aber, das kann man schon raushören, darauf hinweisen, es ist eben auch ein Mensch. Immer nur ein Aspekt von dir. Ja. Auch als Mensch, wenn ich dich als Mensch wahrnehme, nehme ich dich nicht in deiner wahren Qualität wahr, sondern in deinem momentanen, aktuellen Ausdruck als Mensch. Das ist schon viel besser, als wenn ich dich als Person mit Etiketten voll lebe. Man könnte da, glaube ich, noch viel weiter zurückgehen. Es gibt ja die kosmische Geschichte, dass hier auf der Erde auch Außerirdische irgendwann mal waren, die Menschen zu Sklavenarbeitern ausgebeutet haben, und dass der auch diese Sklavenarbeiter im Grunde auch bedeutet. Also das ist jetzt nur auch ein Hinweis. Ein sehr schöner Hinweis, denn er bringt mich zu etwas, das ich sonst vergessen hätte. Okay. Es gibt ein Schwarzbuch des englischen Rechts. Ja. Blake's Law? Genau, Dictionary. Okay. Und dieses Buch enthält auch eine Definition, was denn ein Human ist, ein Mensch. Mhm. Und dort steht unbeseeltes Seeungeheuer. Ein schöner Hinweis auf das Seerecht. Ja. Übrigens genauso ein Hinweis wie die Taufe. Mhm. Die, auch wenn sie nicht unbedingt tatsächlich mit der heutigen Form des Seerechtes einhergeht, ein Ausdruck genau dafür ist. Genauso wie die blauen Uniformen unserer Polizei, die wir überall sehen können weltweit, die einen Ausdruck des Seerechts in sich trägt, marineblau, dunkelblau. Und wir merken, wie eben jetzt die Kommerzialisierung des verbliebenen Rechts der Person eben zerstört wird. Wir kommen noch darauf, wenn wir über die Wege daraus sprechen. Aber du hast eben schon gesagt, das geht lange zurück mit dem Menschen. Der Mensch, und diese Illusion möchte ich eben an dieser Stelle auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Jeder muss sie selber für sich durchschauen. Das kann man nicht für jemand anderen tun. Und ich habe das Buch meines Verwandten wieder dabei. Ja. Handbuch des Schwindels von Ewald Gerhard Seliger. Ich bringe es in Kürze tatsächlich raus. Wir sind schon sehr weit. Das Buch wird jetzt nochmal lektoriert. Und falls jemand zuhört, das ist eine gute Idee, und uns helfen möchte, wir müssen wirklich alles komplett Wort für Wort lesen und kontrollieren. Ich lese gerne mit, das ist dann, bestimmt sehr spannend. Gibt es zwei Möglichkeiten. Wir könnten es so anlegen, dass jeder nur einen Teil liest, das könnte man technisch regeln, oder vielleicht haben wir einen Zuhörer, der sagt, ich bin Lektor und ich habe Zeit und ich habe Lust, dann sind wir super dankbar. Also Hilfe ist durchaus noch gewünscht. Und sicher sehr spannend zu lesen. Also es ist sicher keine langweilige Lektüre, die man ungern lektoriert. Und ich habe dieses Buch nicht zufällig zu diesem Thema mitgebracht. Wir sprechen hier vom Mensch. Und vielleicht noch ein kurzer Sprung zurück, Joe. Die heutige Sendung ist ein bisschen unstrukturierter, als ich es mir erhofft habe, weil dieses Thema so... Sorry. Nein, das ist genauso eben auch mein Aspekt. Es ist so komplex und es fällt schwer, so ganz stringent in einer Richtung zu bleiben. Und eben fällt mir noch ein zum Thema der Bewegung, der freie Mann-Bewegung, die ich, wie gesagt, sehr schätze, dass dort viele sagen, ich bin beseeltes Lebewesen, mein Schöpfer ist das Kosmische. Manche schreiben auch, ich bin ein Abkomme Adams, und weisen also auf ihre Ursprünge hin. Und deswegen dieser Hinweis, denn ich möchte vorlesen, was mein Ur-Uronkel unter dem Thema Adam schreibt. Adam, nicht der erste Mensch, sondern der erste Sklave. Als Mensch hätte er im Garten Eden sprechen müssen, dass du dir Jahwe oder Jehova am Schluss deiner Schöpfung nichts anderes hast einfallen lassen als einen so armseligen Schlucker, der sich alle Tage dreimal voll Nahrung stopfen muss, um nicht vor Schwäche umzusinken, das lässt verteufelt tief blicken, nämlich bis auf deinen Grund. Du hast dir wohl nichts Klügeres einfallen lassen können, du allmächtiger und allwissender Gott. Du sprichst ganz genau so, jetzt kommt was Interessantes, genau so wie ein Großgrundbesitzer. Und der Engel mit dem bloße hauenden Schwerte benimmt sich einfach schneidig und dienstvorschriftsmäßig wie ein irdischer Gewaltbüttel, wie ein Polizist. Es fehlen ihm nur noch die weißen Handschuhe und die Pickelhaube, um seine Mörderhände und seinen Hohlkopf zu verhüllen. Es geht noch weiter. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass hier von ihm sehr gut erkannt wird, wie all diese Strukturen, in denen viele Menschen noch ihre Freiheit vermuten,
genau die gleiche Art von Struktur bereithalten, mit der du wiederum eingefangen wirst. Da müsste man eben auch die Heiligen Schriften und eben das, was da vermittelt wird, hinterfragen und den Gott, der im Alten Testament ein Blick reicht, im Grunde. Ein Blick reicht, um zu sehen, was für Strukturen dort zu finden sind. Und von daher ist die Idee, zu sagen, ich bin ein echter freier Mensch, genau die Lösung. Aber sie ist nichts, was du mit einem amtlichen Siegel der Machthaber bekommen wirst. Sondern, wer könnte mir das denn bestätigen, außer Gott? So ist das. Wer braucht denn diese Bestätigung? Du bist, wir untereinander brauchen sie nicht. Du bist und damit ist alles gesagt. Ja. Wer bist du? Ich bin. Das reicht. Ich bin der, ich bin. So ist es. Und das, was wir hier sehen können, findet sich übrigens auch noch sehr schön in einem weiteren Absatz, den ich auch kurz noch vorlesen möchte, zum Thema Passzwang. Und viele wissen es nicht, der Passzwang ist recht jung. Also früher brauchte man keinen Pass und konnte überall hinreisen. Hier steht unter Passzwang: staatsamtliche Schrittsperre, behördliche Menschenbeschnüffelei. Durch den Passzwang erbringt der Staat den augenscheinlichen Beweis, dass er das allergrößte und allerekelhafteste Verkehrshindernis ist. Also hier sehen wir schon, Pass im Übrigen begegnet uns ja begrifflich beim Passwort und im Englischen Passport, der Hinweis auf den Hafen, der Hinweis auf das Seerecht und der Hinweis auf das, was es ist ein Passierschein. Da kriegen wir auch wieder das Problem, wenn wir sagen, wir sind nicht mehr Personen, wir erklären uns als Mensch, wenn wir jetzt in Urlaub fliegen wollen, kann uns das natürlich große Probleme bereiten. So ist es. Also noch einmal der Hinweis, der Mensch als Begriff ist im System längst gekidnappt. Er bietet dir allein keinen Schutz, aber es gibt durchaus interessante Ansätze und ich halte diese Bewegung für sehr wichtig und ich halte sie auch im Einzelfall für durchaus genau passend und richtig. Aber sie sind kein universelles Werkzeug, mit dem du dich quasi befreien kannst. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das versteht. Ja. Kommen wir zu den Möglichkeiten, die wir haben und dann danach zu den Ausblicken, die ich noch habe und den spirituellen Hinweis. Denn das ist der größte Weg heraus. Die Person hat bestimmte Rechte und verliert sie gerade. Das heißt, das, was wir an staatlichen Rechten noch hatten, wird immer mehr beschnitten, wie wir sehen können. Und jetzt spreche ich ganz bewusst von der Person. Und es ist einfacher, die Rechte als Person einzufordern an vielen Stellen. Und es ist für viele auch der erste Schritt. Es ist sozusagen das Auseinandersetzen mit der obersten Ebene der Illusion. Du kannst sie nur nicht durchspringen und ohne den Blick auf die Illusion sofort deiner göttlichen Herkunft gewahr werden. Es braucht erst die Illusion. Und diese Illusion braucht es tausende von Reinkarnationen. Und wenn wir jetzt so am Ende stehen, dann können wir von einem großen Entwicklungsschritt ausgehen, der jetzt stattfindet, indem wir Illusionen schnell durchschauen. Immer schneller, zack, zack, zack. Und trotzdem müssen wir hinblicken. Und deswegen bist du auch gezwungen, symbolisch, deine Person zu betrachten. Das wäre für mich der erste Schritt. Und hier in Deutschland haben wir eine Sonderstellung. Ich glaube, sagen zu können, dass auf der ganzen Welt es in dieser Form recht einmalig ist, indem wir eben tatsächlich nachweisen können, dass unsere Rechte zurückgehen auf einen entsprechenden alten Personenstand, der uns entzogen worden ist, und zwar illegalerweise. Und da sind wir bei den Staatsangehörigkeiten in den sogenannten Bundesstaaten oder unserer Rechtsstellung vor dem Ersten Weltkrieg. Weil da tatsächlich noch ein recht fragmentarisches, hätte ich fast gesagt, dass es nicht war, doch noch ein staatliches Recht vorhanden war. Zumindest noch mehr. Auch dort wurde es bereits abgebaut. Also auch das ist nicht der Punkt, an dem wir volle Souveränität im Staate finden. Aber es ist noch ganz gut. Aber wir finden einen Zugang zu einem Bereich, auf den wir Anspruch haben. Anspruch. Wenn wir auch vor 1913 zurückgehen und unsere Herkunft. Wurzeln, Herkunft beweisen. Ja. Hier geht es um die Wurzeln, aus denen unsere Rechte sich ableiten. Die Abstammung. Genau. Und diese Wurzeln sind immer noch von Bedeutung. Es gibt beispielsweise in Wiesbaden einen Verein,
der sich mit Kindern beschäftigt, die nicht zur Schule gehen, weil sie beispielsweise in Zirkussen unterwegs sind. Mhm. Und es ist jedem Kind anzuraten, dass zu Hause Homeschooling, ein Hinweis an die Dagmar, vielleicht wird den Verein vermutlich kennen, wer dort in diesem Verein ist, hat durchaus hohe Rechte, die er in Anspruch nehmen kann. Denn dieser Verein basiert auf alten Rechten, man kann es im Impressum der Webseite sehen, ich glaube aus dem Jahre 1802. Wie heißt der Verein? Was? Ich kann es dir leider nicht sagen. Es heißt Verein zur Hilfe nicht in Schule gehender Kinder oder ganz ähnlich. Ja. Wir werden es verlinken. Ja. Das kann ich anbieten. Und dort kannst du sehen, dass dieser Verein damals in einem Jahr, ich meine 1820 oder irgendwann in dieser Zeit, bestimmte Rechte verliehen bekommen hat. Und die kann ihnen niemand nehmen. Auch heute nicht. Niemand. Mhm. Wer soll es denn sein? Ja. Und diese alten Rechte findest du an vielen Stellen immer noch und sie werden auch in Anspruch genommen. Der interessanteste Hinweis ist in diesem Zusammenhang der Malteserorden. Ja. Der Malteserorden, der eine eigene Staatsangehörigkeit hat, ach, ohne dass du dort in Maltesien leben musst und auf ganz altem Recht basiert. Hat was mit Malta zu tun? Malteser. Das hat etwas mit einem Orden zu tun, der durch die Kirche Rechte verliehen bekommen hat. Okay. Und der auch mit Malta etwa einen Bezug hat, ja. Viel wichtiger ist aber, dass wir sehen, dass diese alten Rechte noch von Bedeutung sind. Denn wir haben häufig die Vorstellung, sie seien bedeutungslos. Ja, weil man neuere Gesetze hat. Aber in England, wir haben eben über die freie Mannbewegung gesprochen, da wird der Bezug auf das sogenannte Common Law genommen. Das ist das Recht, das zurückgeht auf die Magna Carta. Ja. Also wir sind dann im 1200 irgendetwas, 1220, 1200, Anfang auf jeden Fall des 13. Jahrhunderts. Und natürlich finden wir dort auch Rechte, die eine Person zugrunde haben. Auch wenn dort von Mann und Frau und Mensch gesprochen wird. Auch hier ist ein Regularien vorhanden, das immer auch Einschränkung bedeutet und damit den Menschen all seiner Freiheit schon nicht mehr abbildet. Um das aber nochmal aufzugreifen, in Deutschland haben wir also die Möglichkeit, unsere Abstammung nachzuweisen und über diese Abstammung entsprechend eben auch diese alten Rechte geltend zu machen. Denn sie sind gültig. Allerdings muss ich darauf hinweisen, sie werden dir nicht in den Schoß gelegt. Ist kein einfacher Weg, du bist ihn gegangen. Und es ist das Nächste, dass auch diejenigen, mit denen du unmittelbar Kontakt hast, nichts davon wissen. Du bekommst also auf der untersten Ebene einen Polizist, der dir begegnet, der davon schon gehört hat, aber natürlich auf eine Art und Weise, die dazu geeignet ist, dich in eine Ecke hineinzubringen, in der ihm auch bereits beigebracht worden ist, wie mit dir umzugehen ist. Ja. Und hier zeigt sich eben, dass erst dann, wenn tatsächlich das gesamte Verständnis eine bestimmte Größe erreicht hat, auch eine Kehrtwende stattfindet. Das finden wir momentan bei den Medien, wo die gedankliche Hoheit der Staaten und der Strukturen nicht mehr durch die Medien unkommentiert in die Welt gebracht. Es bröckelt die Meinungshoheit. Und das geschieht auch momentan schon im Kontext, wird ein Thema bei den nächsten Tagesenergien sein, im Kontext mit den aktuellen Strukturen. Ja. Das Verwaltungsgericht in Gießen, das sagt, ihr seid doch gar nicht mehr staatlich Arbeitsamt. Seid ihr nicht mehr, ihr seid Arbeitsagentur. Ja. Das sind Hinweise und wenn das geschieht, dann sind diese alten Rechte durchaus vorhanden und sie haben eine besondere Möglichkeit im Gepäck. Also wäre es jetzt gut, ich gucke erstmal, von wem stamme ich eigentlich ab? Kann ich nachweisen, dass mein Vater oder Großvater bis 1913, wo die gelebt haben, zum Beispiel, dass es Preußen waren? Bei mir ist es so, das habe ich schon mal geguckt. Das wäre ein erster Schritt, aber da ist es ja noch nicht mit getan. Aber ich könnte es dann nachweisen. Du könntest es nachweisen und dieser Nachweis hat eben ein, wir müssen es jetzt für denjenigen, der das erste Mal davon hört, in zwei Sätzen ergänzen, sonst wird es nicht verständlich. Hierzu muss verstanden werden, dass die Staatsangehörigkeiten in den Bundesstaaten, wie sie eben auch vor 1914 noch üblich war, durch eine Verordnung Adolfs Hitlers im Jahre 1934 verändert worden ist und diese Staatsangehörigkeit aber damit nicht abgeschafft worden ist, sondern sie ist nur nicht mehr, und das ist eben durch eine Verordnung geschehen,
aufrecht gehalten worden, sondern man hat eben hier schon erste Schritte unternommen, um die Rechte des Einzelnen, wie es schon lange, lange, lange geschieht, immer mehr abzubauen. Ja. Auch die Französische Revolution hatte viel Abbau von Rechten im Gepäck und eben nicht nur das, was uns heute als Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ja. Das war in Wahrheit nichts anderes als die Vorbereitung der Weltordnung, die wir jetzt sehen können. Mhm. Also der Personenstand wird immer mehr abgebaut. Ja. Wer in den englischsprachigen Ländern seinen Anspruch auf die Magna Carta zurückverfolgend darlegen kann, der muss nach diesen Regularien auch heute noch entsprechend Recht finden können. Nur du musst jemanden finden, der dafür ein Gehör hat. Ja. Und wir erleben jetzt, dass alle Stellen, die noch verpflichtet sind, dem Gehör zu leisten, die amtlichen Stellen, ersetzt werden durch Firmenstrukturen, ja, die dafür gar nicht mehr zuständig sind. Richtig. Also von daher, mein Tipp ganz generell, beschäftige dich mit deinen Wurzeln. Das ist ein Weg heraus aus all diesem Chaos, ganz unabhängig, ob du damit deinen Personenstand veränderst. Aber auch ganz wichtig, glaube ich, das persönliche Wachstum, dass man auch überhaupt in der Lage ist, sowas zu kommunizieren. Wenn dir jetzt ein Polizist oder ein Richter oder was gegenübersteht, dann kannst du ja, das reicht ja nicht zu sagen, ja, ich bin Preuße und gut, sondern du musst es im Grunde dem auch erklären können. Das heißt, du musst es erstmal selber verstehen und du musst die menschliche Stärke und diese Kraft haben, wirklich für dich zu stehen und zu sagen, Moment mal. Und es ist eine Lösung, die wirklich nicht weltweit übertragbar ist. Ja. Also es ist keine Lösung für andere unbedingt. Und das ist eben auch ein Hinweis, dass es eben einen anderen Weg auch geben sollte. Und tatsächlich ist es sehr wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass uns ein Korsett angelegt wird. Mhm. Und dass wir dieses Korsett einfach nicht mehr akzeptieren und dass wir es in Frage stellen. Ja. Und dass wir diese Fragen stellen und sie so lange stellen, bis sie nicht mehr ungehört verhallen können, sondern bis sie überall widerhallen in all diesen Räumlichkeiten. Und die Frage, mit welchem Recht meint man hier, mich entsprechend unter diese entsprechenden Regularien stellen zu können? Und hier möchte ich noch darauf hinweisen, wie in einem Hologramm, ich habe schon gesagt, findest du in jedem kleinen Bereich alles wieder. Ja. Und so siehst du eben auch, dass wir hier nach nicht gültigen Wahlgesetzen eine nicht vorhandene Regierung vorfinden, die nicht gültige Verordnungen in Bonn erlässt, die merkwürdige Eigenartigkeiten auf allen Ebenen, mit denen du dich beschäftigst, überall erkennbar werden lässt. Und da ist der Aspekt der Person, mit der du konfrontiert wirst, nur einer. Aber es ist der unmittelbare, der mit dir in Korrespondenz steht und an der du feststellen kannst, Moment mal, das, was man mir an Etiketten aufklebt, das bin ich nicht. Ja. Und ich lasse es mir nicht mehr gefallen. Ich bin inzwischen volljährig, meine Eltern sind nicht mehr zuständig, ich habe die Sorge um mich und ich entscheide, wie umzugehen ist. Und das entscheide ich ganz individuell, indem ich so viele Personen mit so vielen Rechten wie möglich aus der Schublade ziehe. Und das ist mein Modell. Denn du kannst so viele Personen kreieren, wie du willst. Kreiere doch den Alexander, den freien Mann, der sich unter nichts unterjochen lässt und der reagiert. Und es ist sehr schwer nachzuweisen, dass es ihn nicht gibt, denn er kann vor dir stehen und niemand außer ihm kann diese Erklärung abgeben. Das heißt, wenn du ein bisschen kreativ bist, dann kannst du sehr wohl mit diesen Personen spielen. Es kann der Preuße gebraucht werden und wenn du tatsächlich ins Ausland fährst und es ist unvermeidlich, dann kannst du sogar, ohne dass du dich prostituierst, die übliche Person herausholen mit deiner Geburtsurkunde und dir einen Ausweis geben lassen. Viele Menschen haben die Vorstellung, damit unterwerfe ich mich. Mhm. Was für ein Unsinn. Du bist längst unterworfen und wenn du nicht mehr unterworfen bist, dann bist du es nicht. Ja. Niemand hat das Recht dazu. Und das ist etwas, das in dir wachsen muss und verstanden werden muss. Und dann musst du diese Strukturen verstehen und dann kannst du mit ihnen spielen und kannst die Person, die gebraucht wird, herausholen. Manchmal ist es günstig, wenn du sagst, siehst du, ich bin Presse. Hm. Oh ja, dann können sie durchgehen. Hm. Da habe ich diese Person herausgeholt. Hm. Später bin ich an einer anderen Stelle Privatmann, könnte man sagen, und die Presse spielt gar keine Rolle mehr. Oder ein Glaubensmann. Du oder an einer anderen Stelle, weise ich darauf hin, dass ich Laienpriester bin und habe an dieser Stelle als Person Eintritt
in einen Bereich der anderen Nicht-Person mit diesem Status versperrt ist. So funktioniert die Welt. Die Vorstellung der Spirituellen, der Welt entfliehen zu können, indem man vor ihr davonläuft oder beschreibt, wie schrecklich sie ist, zeigt nur, dass sie das Wesentliche der Welt nicht verstanden haben und versuchen, auf eine recht feige Art und Weise zurückzukriechen in den Uterus. Hm. Das funktioniert aber nicht. Wir sind herausgetreten, das ist jetzt die Situation, in der wir jetzt sind. Wir sind herausgetreten und finden uns in einem totalen Chaos. Und jeder versucht, uns irgendwo mit irgendeinem Netz einzufangen. Ich bin vom ZDF, Sie müssen bezahlen. Sehen Sie, ich habe Ihnen sogar einen gelben Brief geschrieben. Ein anderer kommt und erzählt etwas von Parteigesetzen. Der Übernächste sagt, dass du verpflichtet bist, weil die Kinder in Afrika verhungern. Und der Übernächste verlangt von dir, so und so zu sein, damit du als guter Mensch dastehen kannst. In Wahrheit ist die Aufgabe, all das loszulassen, nach innen zu blicken. Und das endet nicht beim Mensch. Denn auch der Mensch ist vergänglich. Aber du in deiner wahren Natur hast viele Formen und bist weit mehr als das. Du nutzt die Maske des Menschen, um die Welt zu erkunden. Bist aber eigentlich Schöpfer. Bist Schöpfer, immer warst du nie was anderes. Erkenne dich selbst, dann erkennst du Gott. In Wahrheit bist du das, was ist, geschöpft und schöpfend. Ja. Auch nicht der Schöpfer. Gäbe es einen Schöpfer, so würde es etwas Geschöpftes geben und etwas noch nicht Geschöpftes. Tatsächlich aber bist du alles, was ist. Und alles, was ist, ist immer vollständig vorhanden. Und das ist nicht denkbar, nicht erkundbar, nicht sehbar. Und deswegen brauchen wir die Illusion des Menschen. Der Mensch ist genauso Illusion wie die Person, ja, nur auf einer höheren Ebene. Und der Weg, den wir jetzt gehen, führt über die Illusion der Person zur Illusion des Menschen, zur Befreiung des Selbst. Und zur Befreiung des Selbst heißt nicht, dass das Selbst befreit werden muss, sondern dass du es nur erkennst und feststellst, dass es etwas gab, was schon immer da war. Und das war das Selbst. Und das war nie, nie von dir getrennt. Und über dieses Selbst hat niemand irgendeine Gewalt. Und es ist im Wandel der Zeiten in vielen Strukturen erlebbar. Aber das Selbst wird davon nie berührt. Das ist eigentlich schon so ein schönes Schlusswort. Aber ich denke, wir müssen vielleicht noch ganz kurz auf die vielen Menschen, die sich im Moment damit beschäftigen, was ja sehr gut ist, und die dann sagen, ich lege mich jetzt mit der Polizei an oder mit dem Richter oder ich setze mich im Gericht nicht mehr hin, ja, oder all, das sind ja alles auch wichtige Sachen. Ja, also siehst super. Du es, dass all das Schritte sind, und metaphysisch kann man es sehen, wir sind aus dem Göttlichen sozusagen hinab in die Individualisierung, auch als Mensch, auch ja, als Person. Und ja, jetzt erkennen wir das, wohin es uns geführt hat. Und jetzt kommen wir da wieder raus, indem wir sagen, eigentlich sind wir ja alles. Wir lassen das zurück, was wir nicht sind. Ja. Wir nehmen auf diesem Weg aus dem Göttlichen, wenn man das so als Bild beschreibt, in Wahrheit sind wir immer nur im Göttlichen. Mhm. Es gibt nichts anderes. Aber wenn wir aus dieser Illusion heraus das Göttliche verlassen, dann kriegen wir immer mehr Gepäck und immer mehr, was an uns anhaftet. Ja. Und wenn wir dann ganz unten ankommen bei deinem eben ja, gezeigten Bild, dann sind wir voll Müll. Ja. Und dieser Müll macht uns träge und unbeweglich und ist eine große Belastung, ist schmerzhaft und tut weh. Und jetzt kommen so viele Impulse, dass wir das einfach von uns werfen müssen. Da sagt man zwar, lasst uns doch alle in Ruhe oder lasst mich alle in Ruhe, aber es wird so nicht funktionieren. Wir müssen uns quasi auch jetzt wieder befreien von dieser ganzen Last. In Wahrheit. Das heißt im Grunde ja nur loslassen. Wir müssen in Wahrheit ist es natürlich so, dass dieser Weg zurück kein Weg ist, der eine bestimmte Zeit braucht. Ja. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wird es beim Seminar sein, wie lange brauchst du, dann würde ich sagen, dazu muss ich sehen, wie du gehst. Ja. Und das ist der entscheidende ja, Punkt. Und manche Menschen gehen ganz langsam und die dürfen gucken sich auch um, ja, ne, und sagen, betrachten jede Blume, mhm, und vielleicht sagen sie sogar, oh, da liegt eine Plastiktüte, das ist eine Sauerei. Mhm. Ich werde jetzt auch gucken, rauszufinden, wer die da hingeschmissen hat, und ja, sich in diesen Strukturen, und das wird gebraucht, ja, das ja, ist auch wichtig, das ja, wird gebraucht, aber nicht für jeden. Ja. Es gibt einen anderen, der schreitet vorbei in einer ganz anderen Wahrnehmung, und das ist eben sein Weg. Und all diese unterschiedlichen Wege bilden gemeinschaftlich alle Aspekte des Seins. Und von daher ist niemand überflüssig. Würde auch nur eine Variante wegfallen, gäbe es auch nichts weiteres.
Und da ist nichts zu tun. Also deswegen ist meine Botschaft, du musst gar nichts tun, weil du nichts tun kannst, weil es sowieso abläuft. Aber in der illusionären Welt ist dieses Betrachten und dieses Verstehen der Facetten und das Begreifen der illusionären Qualität, das ist das Riesending. Du musst einfach merken, das ist alles Quatsch. Ja? Du kriegst ein Etikett auf, du bist Deutscher. Dann kriegst du ein Etikett, du bist damit auch ein jemand, der Schuld hat. Und dann kriegst du noch ein Etikett vom Staat am nächsten Tag. Da steht dann dein Schuldenstand. Ja, 57.000 Euro. Und dann kriegst du weitere Dinge von deinen Eltern. Die Eltern sagen, ach, das wird ein ganz kluger. Ja, dann hast du schon dieses Ding. Und so bist du beklebt, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst, wenn du krabbeln kannst. Ja. Mit all den Erwartungshaltungen, denen du versuchst, gerecht zu werden und denen du auf unterschiedliche Art und Weise, die, wenn du so möchtest, die Hammerschläge sind des Schmiedes, der diese Figur, in der du dich wahrnimmst, erzeugt. In Wahrheit jedoch ist das nur eine momentane Aufnahme und die verschwindet wieder im Nichts. Und darum machen wir ein riesen Gezetre um diesen Moment. Aber das ist jetzt in der großen Dimension der Bewusstwerdung der Menschheit der Moment, in dem wir eben dieses Korsett erkennen und sagen, Moment mal, das passt ja alles gar nicht mehr, es will ja alles los sein. Und das umfasst alles, die Vorstellung deiner Frau, die nicht mehr zu dir gehören, die Vorstellung deiner Kunden möglicherweise, die Vorstellung auch deiner Kinder. Im Ödipus, im zweiten Teil des Ödipus, kommt der Sohn des Ödipus und sagt, Vater, komm wieder zurück, wir brauchen dich doch. Und Ödipus verflucht ihn und sagt, im eigenen Blute sollst du dich wälzen. Es geht darum, dass man das, was nicht mehr passt, das, was nicht mehr zu dir gehört, in deiner Qualität, in die es in die Welt gebracht wird, jetzt sich wieder auflöst. Es ist wie in der Darstellung im Hinduismus, im Indischen, wo du die Göttin siehst, die alles gebiert, Mensch, Tiere, alles, was kommt und dann wieder frisst. Das ist das, was geschieht. Und in dieser illusionären Qualität, in der wir uns jetzt feststellen, merken wir, das sind wir in all den Facetten. Und da muss die Person auf der obersten Ebene muss sterben. Und deswegen stirbt zunächst diese Idiotenperson, die man uns jetzt aus uns macht, EU-Bürger. Ja. Wir erleben eine Europawahl. Es gibt keine Wahl, Europawahl. Ja. Es gibt eine EU-Wahl eines Vereins mit ihrem Vorstand. Ja. Und das merken die Leute. Und es funktioniert nicht mehr. Die Energie reicht nicht mehr. Und das stirbt zuerst. Und dann geht es in die tieferen Strukturen. Dann merke ich auf einmal, naja, Preuße ist ja auch eine Figur. Und dann merke ich auf einmal, ich bin Mensch mit den Werten der Magna Carta. Und sage ich, nee, eigentlich auch nicht mehr. Ich bin was anderes. Ich bin göttliches Wesen in einer illusionären Wahrnehmung gefangen. Ja? Und diese Wahrnehmung ist das, was sich jetzt löst. Und da stirbt die Figur zuerst. Und auf dem Weg dahin kann es viele Abenteuer geben, das ist individuell bei jedem. Gibt es auch individuell krasse Erfahrungen. Also wir wollen jetzt hier auch nicht leichtes sagen, es ist leicht, sagt einfach, ihr seid Preuße und so funktioniert es nicht oder es kann so funktionieren. Wir können einen zweiten Teil, wenn es gewünscht wird, machen, wo wir ganz konkret auch Sachen zeigen, von mir aus. Nur es bringt einen leicht in eine Illusion, dass man es so machen muss, wie der Alexander, der hat das so gemacht. Sondern in Wahrheit ist das auch alles in Zwischenschritte. Zwischenschritte. Die aber nötig sind und einige gehen sie halt auf die harte Tour auch durch und werden richtig konfrontiert. Gehört zum Freisein, das ist ja immer unser Wunsch, natürlich für mich auch dazu, dass man auch eigenverantwortlich handelt, dass man jetzt sagt nicht, ich will frei sein, aber ich habe eben... Ich mache eben doch noch Sachen, die eigentlich auch nicht in Ordnung sind, ohne sie selber zu betrachten. Es ist ein gefährlicher Hinweis, den du gibst, weil er sehr schnell auch in Moralitäten hineinführt. Und es gibt viele Menschen, die sagen, das ist absolut unausweichlich, dass wir unsere Tochter gesteinigt haben, weil die wirklich ganz klar gegen alle moralischen Werte verstoßen hat. Und das ist kein Kriterium, das sich so leicht heranziehen lässt. In dem Moment, wo du nicht die Rechte anderer beschneidest oder sie in ihren Rahmen, ist es niemandem anderen gestattet,
über dich irgendwelche Verfügung zu haben. Und da ist die Lösung für all das. Ja. Da liegt die Lösung. Und die Lösung liegt dann in der Umsetzung. Das ändert sich immer wieder. Ja, man merkt, ah, heute würde ich das anders schreiben, ich weiß wieder mehr. Oder ich würde es vielleicht gar nicht mehr so machen. Oder dem muss ich nichts mehr schreiben. Manchmal ist ja ganz schlau, auch einfach nur Fragen zu stellen. Mit welchem Recht fordern Sie jetzt gerade das von mir? Oder wo steht das? Und warum glauben Sie, dass Sie dafür jetzt für mich zuständig sind? Die Lösung, Joe, die Lösung liegt im Nicht-mehr-Mitmachen. Mhm. Da liegt die Lösung. Mhm. Im Nicht-mehr-Mitmachen. Mein Bild ist immer die Pyramide. Wenn die Pyramide oben sind diejenigen, die wirklich, wo die Werte nach oben fließen sozusagen, oder die Macht nach oben fließt und all die Abfälle fließen nach unten. Und wir finden uns eben, selbst wenn wir im System oder innerhalb des Systems äußerlich erfolgreich scheinen, eben in diesen unteren Bereichen der Pyramide, manchmal auch dazwischen, und damit haben wir einen gewaltigen Druck von unten und oben. Tatsächlich aber, wenn die unteren nicht mehr das System stützen, und das geschieht durch nicht mehr mitmachen, durch nicht mehr mitmachen, ja, nicht mehr funktionieren, in Frage stellen, so wie du sagst, in Frage stellen, fragen, was, auf welcher Basis. Und hier musst du natürlich zunächst einmal dir selber diese Fragen stellen. Das ist der erste Schritt immer, ja, dass du selber anfängst, deine Perspektive zu wechseln und gar nicht so sehr ein bestimmtes Ergebnis erwartest, sondern sagst, ich gucke mir das mal einfach aus einer anderen Perspektive an. Ja. Und dann liest doch mal diese Dinge, die wir im Grunde genommen ständig präsentiert bekommen. Und wenn du sie wirklich ansiehst, dann steht es alles sehr offen da. Das ist ja auch das Interessante. Ja. Und noch ein Hinweis, und das ist vielleicht der konkreteste. Achte mal, und damit meine ich nicht nur dich, sondern ja, die Zuhörer und Zuseher, Zuschauer, achte doch einfach mal wirklich genau auf die Sprache, auf die Begrifflichkeiten und wie Sprache nicht nur verändert wird, sondern wie Sprache auch wieder zurückführen kann, indem du wieder die richtigen Begriffe verwendest und einen wichtigen Beitrag leistest, dass auf einmal auch das, was ist, wieder mit der wahren Qualität erkannt werden kann. Und das ist ganz enorm wichtig, weil wenn die wahre Qualität erkannt werden kann, dann funktionieren bestimmte Dinge nicht mehr. Es ist nicht unwichtig, dass der Staat den Staatsangehörigkeit, also der Staatsangehörigkeit eine Staatsbürgerschaft macht oder eine EU-Bürgerschaft. Ein Staatsangehöriger, der gehört nämlich dem Staat an. Und die sogenannten Beamten sind seine Verwalter. Die haben darauf zu achten, dass diese Rechte durchgesetzt werden. Es ist genau das Gegenteil dessen, was wir jetzt erleben. Mhm. Und diese Vorstellungen und diese Begrifflichkeiten, die so deutlich darauf hinweisen, werden immer mehr Schritt für Schritt durch andere Begriffe verändert und abgebaut. Und hier beginnt wirklich auch etwas, das weit, weit, weit über das hinausgeht, was wir im Einzelfall erkennen können. Es geht um eine grundsätzliche Veränderung unserer Werte und unserer Rechte. Und wenn du das erkennst, indem du die Sprache beobachtest, vielleicht weil du Rechte durchsetzen willst, du kriegst irgendein Schreiben und auf einmal merkst du da bestimmte Dinge und merkst auf einmal, dass man das, was man dort so in Anspruch nimmt, gar nicht gültig durchsetzen kann. Ja. Und geltend schon gar nicht, oder ungültig schon gar nicht, dass du auf einmal eben da genauer hinhörst. Aber es geschieht was anderes auch. Wenn du anfängst, an dieser Stelle genauer hinzublicken, dann blickst du auch an anderen Stellen tiefer hin. Ja. Und das sind Hinweise, die auf deine wahre Natur hinweisen, indem du dann ein grundsätzliches Verständnis bekommst und du bist dann nicht mehr auf diese Art und Weise kontrollierbar, ja, indem du keinen mehr brauchst, der dir sagt, was richtig ist. Denn all diese Dinge sind Vereinbarungen ohne dein Zutun. Ja. Sie sind vollkommen ungültig. Von daher ist es auf einer bestimmten Ebene auch sinnlos, sich mit diesen Gesetzen zu beschäftigen. Auf einer anderen ist es wichtig. Ja. Und das ist das, was stellvertretend steht für alles, was du auf der äußeren Welt beobachten kannst. Wenn du es durchschaut hast, ist das Dahinterliegende wesentlich. Aber bis dahin ist das der Weg zum Wesentlichen, auch wenn er äußerlich betrachtet so scheint, als wäre er genau das Gegenteil und ein Vorhang aus Illusionen. Aber nur dadurch kannst du durch ihn hindurchblicken und das Wahre dahinter kennenlernen und finden. Und dann merkst du, dass du keine Person bist, auch kein Mensch, sondern das, was sich jetzt im Moment durch dich selber zeigt und präsentiert, und in deiner wahren Natur du davon völlig unberührt bleibst. Und das ist die Entwicklung, auf die wir uns aufgemacht haben und in der wir mittendrin sind.
Wunderbar, ich danke dir. Sehr gerne. Alexander aus der Familie Wagand. Dankeschön. Könnte ich sagen. Ja. Oder Co-Schöpfer, Co-Creator, ich danke dir. Sehr gerne, danke Joe.